Sehr schön. Yay. So, dann setz mal deinen Weg fort. Ich dachte, ich mache jetzt da weiter, wo ich aufgehört habe. Ja, ist schon klar. Ist schon klar. Gut. Oh, oh. Mehr Taktik, weniger Klicken. Wobei. Diese Axt, ne? Ich mag die Axt. Das macht nur die Axt, dass sie die ganze Zeit so gestunt sind und nicht direkt nochmal zuschlagen. Ich hab dir gesagt, ich mag die Axt. Ja, du magst die Axt. Ist recht, ne? Ja, wie, und das Item holst du jetzt nicht? Was? Ich sehe die immer nicht. Ja, wo liegt also, denn da was? Sonst rollst du durch alles durch, ne? Achso. Ich weiß nicht, ich nehme das irgendwie immer nicht für voll. Da war doch gar keine Waffe. Noch nicht. Willst du, dass ich da runterfalle? Ne? Ich auch. Offensichtlich. Ja. Das ist jetzt zum Beispiel ein sehr gutes Schwert. Aber du kommst gerade mit deiner Axt gut zurecht. Ich glaube, ich weiß gar nicht, müsstest du mal gucken. Drück doch mal die Inventartaste und vergleich das mal mit deinem jetzigen Gegenstand. Oh Gott, da unten ist schon wieder so ein böser Hund. Mhm. Achso, nee. Hier. Ah, kannst du ihn nicht führen. Okay. Das ist das zweite, zweimal nach rechts. Oh, kurz. Ja. Okay. Das war das. Nein. Moment, warum ist hier eine Lache? Na, warum nur? Klick sie halt mal an. Ging nicht. Nicht. A. Ich drück A. Hm. Weil der da runtergefallen ist. Hm. Was ist da unten? Haufenweise Gegner. Ja. Aber was machst du jetzt? Zurücklaufen? Wie machst du denn das? Du meinst, weil ich da hinten nicht mehr hochkomme? Mhm. It was a trap.
Ja, du könntest jetzt zum Beispiel versuchen, von hier oben schon mal Bomben runterzuwerfen oder so, ne? Irgendwas anzuvisieren und eine Bombe runterwerfen. Soll ich dir sagen, wie das geht? Ja. Drück mal dein Menü. Mach genau das hier. Jawohl. Und jetzt gehst du unten, da wo die Istus Flakon ist, da gehst du mal hin. Auf einen leeren Platz. Genau, drückst drauf. Und dann wählst du die Brandbomben aus. Hast ja 18 Stück. Genau. Gut, und jetzt gehst du wieder raus. Nochmal raus. Nochmal raus. So, und jetzt, wenn du einmal nach unten drückst, auf dem D-Pad, also auf diesem Steuerkreuz, und dann nochmal und nochmal, dann hast du die Bomben ausgewählt. Und so wie du jetzt normalerweise einen Heiltrank trinkst, kannst du jetzt eine Bombe werfen. Wenn du jetzt natürlich wieder einen Heiltrank trinken möchtest, musst du erst wieder nach unten drücken, um das zu wechseln. Aber wie kann ich denn visieren? Also so, indem du normal jetzt auch was anvisierst. Okay. Ne? Und dann wirft er das dahin. Okay. Also wenn dir jetzt da unten ein Hund vorbeiläuft und du markierst den, ja, dann wirft er das halt auf den Hund. Zum Beispiel. Ja, und jetzt einfach. Aber du musst aufpassen, da macht er immer so einen Schritt nach vorne, also nicht, dass er eine Runde plumpst, okay, und dann in Panikmodus verfällst. Würde die jetzt trotzdem auf den geworfen? Nein. Die wirfst du dann hinten an die Kante. Muss schon kurz warten, bis wieder irgendwas komplett dran vorbeiläuft. Wenn nochmal was dran vorbeiläuft, das kann das sein. Die haben sich jetzt versteckt da unten. Ja, es kann das sein, die haben dich gesehen und jetzt versuchen sie möglichst nah an dich ranzukommen. Und kannst aber natürlich vorne an die andere Kante nochmal gehen oder so. Gut. Ich habe das ehrlich gesagt noch nie probiert. Ich habe das bei Zelda öfter mal gemacht, wenn da so ein Rudel von Monstern war, dass ich mich auf den Berg gestellt habe. Und dann. Jetzt glaube ich nicht mehr so eich für da, ne? Also zwei mindestens noch. Ja, der eine vorne, der eine unten. Da kommst du jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr richtig ran. Und da gegenüber hast du natürlich noch welche. Aber die kannst du wahrscheinlich gar nicht anvisieren, insofern. Psst. Oh, der ist richtig. Ne, der war nur nicht. Die anderen waren neben so Brandfässern gestanden. Und dadurch. Er ist hochgelaufen. Kann er hier jetzt von irgendwo kommen? Theoretisch. Praktisch läuft er da schon wieder. Okay. Habe ich schon wieder verloren und jetzt läuft er da entlang. Vielleicht kannst du dann da irgendwie nochmal hinwerfen. Ich weiß es nicht. Ja. Das ist ja Glück. Meine Brandbomben sind nichts Wichtiges oder so, ne? Die kannst du auch benutzen. Das ist jetzt kein Item, der wurde. Ja, ich kann ihn jetzt noch nicht. Zu weit weg. Jetzt wäre es gut. Ja, reicht nicht. Schade. Ich dachte, weil da gerade die Fässer waren. Naja. Hätte ich jetzt auch gedacht. Guck dir dich wieder an. Na gut, du kannst ja die langsame Methode machen. Auch gut. Mich, ja. Mich hetzt ja nichts. Nee, also macht ja niemand. Dich hetzt nichts. Wo ist er hin? Woher kommen die Schritte? Da. Vom Hof. Vielleicht, wenn du das nächste Mal gleich zwei wirfst. Ja. Vielleicht erwischt die den, ich weiß es nicht. Das ist spannend, hä? Also. Das ist fast wie ein Strategiespiel.
Jetzt sind die Fässer explodiert. Das ist doch also lächerlich. Und jetzt hatte ich gleich eine zweite hinterhergefeuert. Ja, das ist doch, ne? Naja. Also jetzt noch eine unter dir, ne? Okay. So, ich habe jetzt wieder den Estus-Flakon drin. Ich würde den anderen Punkt nehmen zum Runterspringen. Nicht, dass der aufgeweckt wird. Ja. Dann hast du doch wieder mit zwei zu tun. Das wäre blöd. Dabei verletze ich mich bestimmt. Ja. Aber anders komme ich da nicht runter. Du musst. Gut. Das war nicht lustig. Ich war auf Angriff getrimmt. Nein, ich fand jetzt so witzig, dass du nach unten gebasht hast und er kam auch von hinten mit dem gleichen Move. Toll, jetzt habe ich alle meine Brandbomben verschwendet und bin trotzdem gestorben. Ist ja geil. Ja. Der Vorteil ist, du hast das Schwert jetzt. Du musst nicht mal an die Position. Ja. Ich weiß vor allem gar nicht mehr, wo ich gerade langgelaufen bin. Ach Gott, jetzt bin ich ja wieder hier. Dark Souls, Dark Souls. What you gonna do? Aber du weißt ja jetzt, wo es weitergeht. Also du musst jetzt diesen Verwandlungstypen zum Beispiel nicht mehr besiegen, wenn du nicht willst. Ja? Du kannst es, aber du musst es nicht. Ja. Und dann bist du ja im Prinzip trennen dich ja jetzt nur die paar kleinen Viecher hier und der eine Ritter. Bist du doch im Nu wieder da. Ein Profi. Was sagst du? Schubst du ihn wieder drunter. Hier kommst du nicht hoch. Mir wäre es lieber gewesen, wenn er hochgekommen wäre. Ich hätte ihn eigentlich lieber hier oben erlegt. Ja, normalerweise können die klettern. Aber er macht es anscheinend nicht. Hat er keinen Bock. Ne? Sagst du, nee, da will ich nicht mehr hoch. Die haben mir so Eich aufs Köpfchen gehauen. Dann steht er da unten. Toll. Kannst du hier runterfallen lassen. Mit dem Dingsangriff. Ja, genau. Dann kommt er wieder von hinten, so wie eben. Jetzt. Ist der jetzt auch verbuggt da unten? Sieht ein bisschen so aus. Man visieren doch an und lass sie einfach runterfallen. Macht er nicht? Ich kann nicht visieren, weil er da. Jetzt! Das ist aber eine Runde von der Leiter. Oh, Mann! So ein Scheiß, ich war echt zu. Lass sie doch einfach runterfallen. Ja, super! Mann, verpiss dich! Jetzt werde ich hier langsam aggressiv. Weißt du noch, wo du hin musst? Nee. Vorne rechts. Hinter dem zweiten Türmchen quasi. Guck, der wird nicht mal ausgelöst. Aber hier unten waren ja auch so viele. Oh, jetzt musst du runter. Wah! Ich hab Angst, ich hab Angst. Du kannst direkt da reinlaufen. So, alles gut, so alles gut. Jetzt kommt der dicke, fette Ritter. Oh. Ja. Soll das mal um ihn rum?
Ich wollte eigentlich was trinken. Ist toll. In der Zeit hat er mich fertig gemacht. Perfekt. Ist das frustrierend? Ach, das ist so, ich find's lustig. Du kriegst es schon noch hin. Ich glaube, es wird. Gut, jetzt hast du die Seelen verloren. Ich glaube, das wird die letzte Folge für heute. Du, vielleicht willst du nochmal mit dem Ritter hier außen üben. Nein. Ach, da läuft er weg. Da ist er tatsächlich gewesen. Es geht einfach nicht mehr. Guck dir das mal an. Jetzt machen mich hier die Kleinen schon fertig. Die Kleinen? Ja, so ist es. Ne? Manchmal läuft's nicht. Oh, komm her. Ja, dann komm du halt zuerst. Mir auch wurscht. Mich freut es ein bisschen, dass da wegen Normalität in das Spiel einkehrt. Ne? Mit dieser Glückssträhne, mit der du hier von Anfang bis Ende hier alles durchziehen wolltest, ist jetzt mal ein bisschen. Hätte mich jetzt nicht gestört. Oh, das finde ich. Nee, nee. So, und diesmal mache ich ihn jetzt doch fertig, weil es ist mir nichts, dass er dann von hinten kommt, dann fühle ich mich zu gehetzt. Okay. Super. Absoluter Super-GAU. Schön. Ganz toll. Ich wollte einfach nur meine Ruhe haben. Ich wollte nicht, dass ich wieder in die Ritterkammer gehe und dann kommt wieder irgend so ein Arsch von hinten und lenkt mich von meiner eigentlichen Aufgabe ab. Du spielst so wütend. Ich bin wütend! Gut, dann machen wir nochmal ein Päuschen. Das war's, oder? Für heute. Ja. Gut. Tschüss. Tschüss.